Das mit Simone Zeuchner. Eine Frau seit heute Aufsichtsratsvorsitzende eines mittelständischen IT-Unternehmens ist zum Glück nichts Außergewöhnliches mehr. Zu selten noch, ganz sicher. Ihr Weg zu dieser Position ein besonderer. Vermittelt durch das Portal Spitzenfrauen in Gremien, konzipiert vom Steinbeis Innovationszentrum der Hochschule Pforzheim, sind in einer Datenbank über 200 qualifizierte Frauen gelistet. Aber warum erst jetzt, nach über 20 Monaten, die erste richtige Vermittlung? Einmal muss man natürlich sagen, so häufig wechselt ein Aufsichtsratsmitglied nicht in ein solchen Gremium. Erstens. Zweitens werden häufig diejenigen nachgezogen, die man kennt. Und das sind in den Männernetzwerken überwiegend Männer. Und drittens haben wir eben noch wenig Frauen, die zeigen, dass sie das können. Auf der Internetplattform präsentieren sich über 100 Spitzenfrauen aus Baden-Württemberg, die schon in oberen Führungsebenen von Unternehmen tätig sind. Ändert sich langsam etwas? Das, was ich mitkriege, ist, dass ein Interesse da ist, dass viele Unternehmen umdenken, dass die Quotendiskussion, ohne dass man eine Quote jetzt braucht, aber die Diskussion hat schon sehr viel bewirkt, dass jetzt auch jemand wie Herr Seeburger plötzlich aufmerksam wird und dafür sensibilisiert ist, sich umzugucken. Die Firma Seeburger aber dann doch eine Ausnahme. Hier gibt es sogar einen Quotenmann im dreiköpfigen Aufsichtsrat. So hat es der scheidende Chef gewollt. Insofern sind natürlich Frauen, sagen wir, sehr ehrgeizig, neue Themen zu erkennen, neue Themen zu ergründen, neue Themen wissen zu wollen. Das war für mich die Motivation, vorhandene Pfade einfach zu verlassen. Ein Beispiel, wie es funktionieren könnte: Spitzenfrauen in Gremien, ganz ohne Quotendruck.